Da sieht man doch direkt eine fette Katze. No, komm her, mon amour. Ich bin Katzenallergiker, da muss ich auch direkt niesen. Mal sehen, ob ich das dann herausgeschnitten haben werde oder nicht. Da sieht man es nochmal. Oh, die Katze liebt uns. Ja. Ja. Schön. Okay, jetzt haben wir eine Katze. Wie nennen wir die Katze? Text. Nee, Enter. Slash. Name. Pet. Die Katze heißt Brigitte. Unsere Katze Brigitte. Die ist auch Level 3. Wie das denn? Bleiben die Erfahrungspunkte auch oder wird das auch geresettet? Ne, die Erfahrungspunkte bleiben. Cool. Die Pets werden wahrscheinlich direkt unserem Level angeglichen. Hätten wir uns die zähmen können. Die hat eine orange Schrift. Vielleicht hätte die doch einen höheren Level gehabt. Naja. Lass mal ein paar Blumen einsammeln. Für die Floristie. Ah, ja, ja. Da ist ein Invader. Der greift das Dorf an. Und uns. Und keines der Tiere kümmert's, ey. Was für ein faules Pack. So, ein bisschen Geld bekommen. Und was war das? Schulterrüstung. Oh, die ist besser als die unsere. Mehr Leben, mehr Rüstung. Ups, mehr Resistance und mehr Tempo. Na, dann legen wir das doch direkt mal an. Wie sehen wir denn jetzt aus? Ja, wie sich so ein Magier halt, wie so ein Magier auszusehen hat. So, was gibt's denn noch hier? Mein Gott, die Maus. Oh, hier können wir direkt die Wasserflaschen befüllen. Und Potions machen. Noch mehr Potions. Mehr Potions. Was will man denn nicht auch mit weniger Potions machen? Ach, C. C war die Taste. Ich meine, je mehr Potions, desto mehr Potions. Desto mehr Potions. Hä? Habe ich nicht Wasserflaschen gekauft? Und überhaupt hier? Ah, hier. Gutzi. Schön, dass wir dafür echt in den Brunnen springen müssen. Stellt euch mal vor, jeder wäre damals in den Brunnen gesprungen. Da könnte man sich die ganzen Erkrankungen erklären, oder? Das stärkere Immunsystem, je nachdem. So. So, raus hier. Schweinchen. Oh, mir gefällt das hier. Euch das nochmal an. So, dieser Turm ist mir noch ein wenig fremd. Ich weiß nicht genau, was da drin abgeht. Wozu der da ist, aber eigentlich hat jede Stadt sowas. Und na. Den kann man reden und dann kann man für Platinum Coins, ich glaube, Waffen upgraden. Also die werden dann hier, genau. Oder downgraden. Ach jo. Das ist ja witzig. Aha. Fürs Downgraden kostet es nichts, aber normalerweise haben wir hier irgendwas, was. Nee, nur Waffen anscheinend. Ah, genau, was wir auch hier anhaben. Das bleibt ja genau gleich. Das ist für Power 1. Das wäre dann upgraded und würde 4 Platinum Coins kosten. Und ich habe keine Ahnung, wofür die Platinum, wo man die herbekommt, wird sich herausstellen. Das Spiel ist ja noch in der Entwicklungsphase. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein. Oh, wieso ist meine Framerate so schlecht? Also meine Aktualisierungsrate, was ist denn hier? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Platinum Coins, dass man die für echtes Geld kaufen kann und so den Ingame-Shop ersetzen würde. Ich finde das aber okay. Ich finde das nicht so schlimm wie bei anderen Spielen, wo man was drauf zahlt. Innen. Also das macht mir ehrlich gesagt keinen Spaß, sowas zu spielen.
weil sowas immer so, das ist so eine Art Wettbewerbsverzerrung, aber hier geht das. Weil man ja dann auch einfach stärkere Ausrüstung finden kann. Aber wenn man irgendwie seine Waffe schon halt geupgradet hatte und sehr viel Herz dran hängt und sowas, dann kann man für ein bisschen Geld die behalten. Und wer weiß, vielleicht kostet das auch gar nichts. Ich spekuliere ja nur. Höh! So, jetzt sind wir hier in dem neuen Biom. Ich würde sagen, wir leveln hier ein bisschen und dann irgendwann laufen wir zum Nardar Castle zurück und kämpfen gegen diese Ork-Scharen. Ja. Aber soweit. Ich denke mal, für heute würde ich die Aufnahme beenden. Wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Ja. Reicht, würde ich sagen. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Tüdelü. Hi. Willkommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Keep Worlds. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Bist du das auch auf? Bist du auf? Nicht wahr, Ricky? Ja, was willst du mir sagen? Ich weiß es nicht. Komm, Ricky, wir werden dieses neue Biom erkunden. Was auch immer du meinst. Schau, dieser Baum. Er ist orange. Mächtig und orange. Scheint dich nicht zu beeindrucken. Mich beeindruckt's aber. Und der ist ein bisschen Lachsfarben. Weiß nicht, wenn irgendwas einen Rotton hat, den ich nicht identifizieren kann, dann ist es Lachs. Ja, letzte Aufnahme. Bin ich irgendwann ein wenig stiller geworden, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich versuch's diesmal ein bisschen besser zu machen. Was wollen wir denn machen? Was brauchen wir denn überhaupt? Equipment. Das können wir verkaufen. Wollen wir das? Ich weiß es nicht. Hier haben wir Power zu hoch, also so stark sind wir noch nicht. Wir haben erst Power 10 und das braucht 17. Wir haben hier Essen. Wir haben eine Formel. Formula. Cordula, ich habe eine Formula. Power 10. Nö. Ja, für einen Warrior bringt uns auch nichts. Aber wir könnten es herstellen, wie es aussieht mit den Nuggets hier. Wir haben noch eine Katze und wir haben was zum Schildkröten zähmen. Aber wir haben keine Schildkröten gesehen, also nichts mit Schildkröten zähmen. Wo ist der Shop? Der Shop. Komm, Ricky, wo war der Shop? Ja, das weiß ich doch nicht. Eieiei. Passt ja auch gar nicht auf. Okay, da war der Shop. Wollen wir mal im Shoppen shoppen? Auf dem Shopper reiten? Da ist, nee. Hier der Schneider. Hallo, Herr Schneider. Frau Schneider, ich weiß nicht, wer du bist. Hast lange blaue Haare. Sieht man nicht so oft. Huch, nein, ich wollte ihn nicht verbrennen. Have you found leftovers? You should visit the identifier. Ich weiß nicht. Hatten wir nicht sogar was? Oder war das bei meinem anderen Charakter? Ist ja auch egal. Hier ist nichts. Shoppe. Da. Da oben sieht man's ja. Ha, wie heimlich. Ihr werdet's mir verzeihen. Ja, so viel zum. Ah, da ist der Identifier, von dem der Heinz oder die Heinzeline da sprach. Ich würde eigentlich nicht gern so viel Zeit vertrödeln. Ich würde eigentlich gern wieder kämpfen. Da. Geld! Und das würde ich eigentlich auch gern irgendwie. Wieso bringt das nur zwei Kupfer? Ich meine, das ist voll selten. Und das auch und das. Naja, halt nicht. Silber, guck mal. Für einen Silberwürfel kriege ich zwei Kupfermünzen. Das müssen riesige Münzen sein. Das ist halt ein bisschen komisch, weil Silber hier auch eine Währung ist und so. Naja! Katze kann ich auch verkaufen, aber nee. Habe ich hier irgendwas Interessantes? Ich könnte mir noch eine Katze holen. Haben wir Glasflaschen? Ach komm, kann man nie genug von haben. Wow.
So, das sollte reichen für die nächsten 20 Jahre. Ja, verlassen wir mal das Dörfchen hier. Was haben wir denn im Umland? Was haben wir denn erkundet? Oder viel besser, was haben wir nicht erkundet, was wir noch erkunden können? Da ist ein Weg. Ich würde dem Weg folgen. Es gab mal das Gerücht, dass die Oh, ist das ein Zwerg? Hallo, Mr. Zwerg. Was tun Sie da? Ach, ich laufe nur gegen Mauern, so wie ich das immer tue. I would love to have a raccoon pet. Damit du mit dem gegen die Mauern rennen kannst, du verrückte Sau. Ach, diese Zwerge. Wollen immer alle sich irgendwie einbuddeln. Das ist sicher. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Ich habe ja Bomben. Habe ich Bomben? Ich muss Bomben. Ja, wenn ich jetzt keine Bomben habe. Ich habe keine Bomben! Verdammt. Ich will mich doch hier durch die Landschaft sprengen. Ah, verdammt. Mein Gott, ich bin ja so mega konzentriert. Okay, geradeaus weiter. Tippi-tippi-tippi-tell. Ricky, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht, wo ich nicht da war? Oh, ich weiß nicht, ich stand nur rum. Ich weiß, hab auch immer noch keine Stimme für den Ricky. Haha. Pipim. Haha, ich hab dich ausge... Oh. Ich dachte, ich hätte ihn gerade ausgesperrt. Schade. War nicht so gemeint, Ricky. Ich hab mal gehört, dass wenn man sich eine Iron Lamp im Shop kauft, dass das mehr Licht macht. Stimmt nicht! Ich hab's versucht. Geht nicht. Leider. Macht mich sehr traurig. Im Ernst, das ist voll nervig. Ich versuche, die Nächte hier zu vermeiden. Oh, ich hab doch Bomben. Na egal. Mehr Bomben. Sind mehr Bomben, sind mehr Bomben. Jo. Guti. Ich will gucken, dass ich nicht mehr so viel bei Nacht spiele. Ich hab versucht, das im Rendern da aufzuhellen. Das sah scheiße aus. Ist mir selbst aufgefallen. Aber was soll man machen? Wenn es nichts zu sehen ist, dann habt ihr auch nichts davon. Da blieb ich in einer scheiß Bank hängen. Ah, freche Bank. Griff nach meinen Knöcheln. Ja, die Knöchel sind ein sehr, sehr sexuelles Organ. Auch sehr sensibel. Also wenn ihr mal was... Hier, wenn ihr jemanden mal so ein bisschen heiß machen wollt, dann beißt ihn am besten in die Knöchel. Ihnen oder ihren oder den ihren vor allem. Ihren mögen sowas sehr gern. Ich bin kein Ire, aber habe ich mir mal sagen lassen. Was bist du denn? Oh, ein Terrier. Hallo. Oh. Putzig. Putzig ist dieses Spiel. Es ist wirklich Kyle vor allem. Es ist Kyle. Haha, lautes Geräusch. Es ist wieder Tuck. Tuck und Nye. Und, raus hier. Schön. Wir wollten den Weg folgen, ne? Das ist nicht der Weg. Das ist ein Berg. Was passiert, wenn wir so eine Statue in die Luft jagen? Ja. Versuchen wir es mal. Schnell, lauf weg. Ricky. Wow. Das war jetzt nicht sehr spektakulär. Ich bin enttäuscht. Ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, was man alles in die Luft jagen kann. Anscheinend nicht alles. Hey, ihr Zwiebelinge, Onionling. Lingling. Oh, so eine leckere Zwiebel. Oh, so ein bisschen Zwiebelsaft schlürfen. Stehe ich drauf. Weil die Zwiebeln bringen auch nur einen Erfahrungspunkt. Naja, was will man machen? Oh, ja. Wer bist denn du? Ein Kormling. Was ist denn Korm? Ah, so sieht's aus. Umhauen! Hat nichts gedroppt. Vielleicht du? Du fieser Kormling bringst auch 3 XP. Sehr gut. Papam! Hoha! Du guck doch nicht so böse. Au, au, au! Hey. Ich hab das nicht so gemeint. Ah, bitte. Haha! Gut, Gut, erkunden wir mal ein bisschen die Landschaft und lernen die neuen Mobs kennen, würde ich mal sagen. Mobs. Hat Mobs gesagt. Ja gut, Möpse ist mir so. Ein Schrub. Skrub. Komm her. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn die Render-Distance ein bisschen höher wäre. Eine Krähe. Hallöchen. Bist du freundlich? Ja, du bist freundlich, ne?
Guckt ein bisschen wie Theo Weigel. Wer Theo Weigel kennt, der kann das ja mal nachgucken. Kaputi. Oh, und der Freund, der lässt dich auch in Ruhe. Du hast keine wahren Freunde. Oh, was hast du denn gedroppt?